Kennen Sie leitende Angestellte? Also ganz ehrlich, ich mache den Job jetzt schon seit 17 Jahren und ich kenne relativ wenige echte leitende Angestellte. Ich kenne sehr, sehr viele, die sich für leitende Angestellte halten. Ich kenne auch sehr viele, in deren Arbeitsverträgen drin steht, du bist ein leitender Angestellter. In der Regel entpuppt sich das Ganze dann meistens als normaler Arbeitnehmer in einer Führungsposition. Echte leitende Angestellte haben sehr, sehr viel Eigenverantwortung. Sie handeln eher selbstbestimmt als fremdbestimmt. Sie üben Arbeitgeberfunktionen aus und sind praktisch Unternehmer im Unternehmen. Sie haben sehr viel Entscheidungsbefugnisse. Arbeitsrecht wäre nur halb so lustig, wenn wir einheitliche gesetzliche Definitionen hätten. Und damit wir uns auch weiterhin geistig schön flexibel halten, ist die Definition des leitenden Angestellten im Kündigungsschutzgesetz anders als im Betriebsverfassungsgesetz. Und diese beiden Gesetze sind auch jetzt schon die, die ich mal herausgreifen möchte, wo es für den betroffenen Arbeitnehmer interessant werden kann. Denn Sie haben es gerade gehört, ein leitender Angestellter ist gleichwohl Arbeitnehmer. Es ist ein Arbeitnehmer, für den bestimmte gesetzliche Regelungen nicht gelten oder anders gelten, aber er ist und bleibt ein Arbeitnehmer. Wenn es sich bei Ihnen um einen leitenden Angestellten handelt, dann haben Sie trotzdem Kündigungsschutz. Auch bei Ihnen muss der Arbeitgeber Kündigungsgründe vorbringen. Ja? Also er muss sich an dem gleichen Maßstab messen lassen wie bei einem anderen Arbeitnehmer auch. Was aber leichter möglich ist, ist ein sogenannter Auflösungsantrag. Also für den Fall, dass das Gericht feststellt, dass die Kündigung eigentlich unwirksam wäre, können Sie als Arbeitgeber einen Auflösungsantrag stellen, dass eben in dem Fall das Arbeitsverhältnis aufzulösen ist gegen Zahlung einer Abfindung. Und das kann eine Möglichkeit sein, sich trotzdem von dem leitenden Angestellten zu trennen. Anders als beim normalen Arbeitnehmer muss der Arbeitgeber für diesen Auflösungsantrag nämlich überhaupt keine Gründe vorbringen. Das heißt, das Arbeitsverhältnis würde dann vom Gericht gegen Zahlung einer Abfindung beendet. Und je nachdem, wie lange das Arbeitsverhältnis schon bestanden hat, wachsen die Bäume da nicht in den Himmel. Das ist also schon eine einschneidende Geschichte. Die Abfindung ist möglicherweise mager und der Job ist trotzdem weg. Begründung dafür ist, dass der leitende Angestellte eine so hohe Vertrauensposition hat, dass der Arbeitgeber einfach, wenn er sagt, das Vertrauen ist weg, sich von dem auch trennen können muss. So, jetzt kommen wir zu den Voraussetzungen des leitenden Angestellten im Sinne des Kündigungsschutzgesetzes. Maßgebliche Vorschrift ist § 14 Kündigungsschutzgesetz und danach ist ein leitender Angestellter entweder jemand, der Organ einer juristischen Person ist, also GmbH-Geschäftsführer zum Beispiel. Weiterhin gelten als leitende Angestellte auch die vertretungsberechtigten Gesellschafter einer OHG oder GbR. Oder zum Beispiel Betriebsleiter oder Personen, die zur selbstständigen Einstellung oder Entlassung von Personal befugt sind. Das bedeutet, dass man im Einzelfall sehr genau prüfen muss, wie diese Berechtigung tatsächlich gelebt wird. Denn ich sagte es eingangs schon, es steht in vielen Arbeitsverhältnissen drin, Sie sind leitender Angestellter. Das mag vielleicht zwischendurch mal so sein, das mag vielleicht am Anfang des Arbeitsverhältnisses sein und hat sich dann wieder verändert. Maßgeblich ist der Zeitpunkt der Kündigung, welche Befugnisse hat dieser Mensch da in der letzten Zeit gehabt und wie genau sind die ausgestaltet. Und je enger das Gängelband, umso weniger sind Sie leitender Angestellter. Die Frage, ob jemand leitender Angestellter ist, spielt auch für die sogenannte Massenentlassungsanzeige eine Rolle, die in § 17, 18 Kündigungsschutzgesetz geregelt ist. Leitende Angestellte sind davon ausgenommen und auch aus diesem Grunde, damit Ihnen das nicht unwirksam wird als Arbeitgeber, ist genau zu prüfen, wer denn nun wirklich leitender Angestellter ist und wer nicht. Kommen wir jetzt zum Betriebsverfassungsgesetz. Da ist es wieder anders geregelt. Entscheidende Vorschrift ist hier § 5 des Betriebsverfassungsgesetzes. Und da ist geregelt, dass ausgenommen sind natürlich Organe von juristischen Personen, also Vorstand, Geschäftsführer. Dann sind ausgenommen die Personen, die zur selbstständigen Einstellung, Achtung, und Entlassung von Personal befugt sind. Das heißt, es ist nochmal ein bisschen strenger als im Kündigungsschutzgesetz. Es sind Prokuristen,
ausgenommen. Und Mitarbeiter, die eine Generalvollmacht haben, aber nur dann, wenn diese Bevollmächtigung auch im Innenverhältnis zum Arbeitgeber von einem selbstbestimmten Handeln des Angestellten geprägt ist. Es gibt ja auch Prokuristen, die einfach nur Prokurist genannt sind, aber intern trotzdem sich alles absegnen lassen müssen. Also auch da muss man wieder ganz genau hingucken. Nicht nur, was steht auf dem Papier, sondern wie wird es tatsächlich gelebt. Das ist maßgeblich. Schließlich gilt als leitender Angestellter im Sinne des Betriebsverfassungsgesetzes auch noch jemand, der die Geschicke des Unternehmens so maßgeblich bestimmt, praktisch wie ein Unternehmer selber, und da auch eine gewisse Handlungsfreiheit, Budgetverantwortung und große Entscheidungsspielräume hat. Leitende Angestellte sind also besonders zu behandeln. Das ist insbesondere interessant auch bei der Einstellung des leitenden Angestellten. Da hat ja der Betriebsrat nur dann ein Mitbestimmungsrecht, wenn es sich um einen normalen Arbeitnehmer handelt. Wenn es sich um leitenden Angestellten handelt, muss er der Einstellung nicht zustimmen. Also es ist interessant, die Stelle zu qualifizieren vom Beginn des Arbeitsverhältnisses bis zum Ende. Wenn man jetzt von einer Kündigung betroffen ist als Führungskraft, lohnt sich da tatsächlich genau hinzugucken, bin ich ein leitender Angestellter oder nur ein leidender Angestellter? Die Gruppe der leitenden Angestellten ist weitaus größer als die der leitenden Angestellten. Aber das nur nebenbei. Wenn Ihnen dieser Beitrag gefallen hat, dann teilen Sie ihn sehr gerne in Ihren sozialen Netzwerken. Abonnieren Sie meinen YouTube-Kanal. Erzählen Sie Ihren Kollegen und Geschäftspartnern davon. Liken Sie mich, machen Sie konstruktive Kommentare. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Bleiben Sie schön flexibel. Ihre Sandra Flämig. Hier gibt es mehr als nur Arbeitsrecht.